Super schöne Geschichte. Vielen, vielen Dank dafür. Du hattest vorhin schon ein bisschen, und das ist vielleicht auch, passt gerade ganz gut dazu, vom Potenzial gesprochen. Im Moment hat man das Gefühl, alle sollen ihr Potenzial entdecken und verwirklichen und selbstbestimmt und dies und das und jenes. Ist das vielleicht auch den Luxus, den wir in dieser Welt haben? Weil ich sag mal, in einem anderen Land wie Birma oder so ist das vielleicht gerade nicht so angesagt. Ja, absolut. Wir greifen hier auch wieder auf die Maslow'sche Pyramide zurück. Wenn die untersten Bereiche, also die existenziellen Bedürfnisse nach Nahrung, Atmung, nach Sicherheit nicht gewährleistet sind, dann habe ich keine Möglichkeit, hier oben irgendwo in der Transzendenz, wo ja auch die Persönlichkeitsentwicklung teilweise dazugehört, mich überhaupt da zu betätigen. Wenn ich in Syrien lebe, dann geht es darum, mein Überleben zu sichern und primär die Sicherheit zu gewährleisten. Insofern das Potenzial natürlich bei uns, wir sind ja auch sehr gut abgesichert, kann ich mich in solchen Zeiten wie gerade den Lockdown, das habe auch ich gemacht, der Weiterentwicklung, der Weiterbildung widmen. Wenn ich jedoch in einem Land lebe, das von Unruhen gekennzeichnet ist, wie gesagt, dann muss ich mich auch um meine Nahrungsaufnahme kümmern und um